Hallo zusammen und danke fürs Einschalten. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen coolen Rucksack hier selber machen könnt. Wie folgt sieht er aus? Mit einem schönen Lederboden. Wir arbeiten mit T-Shirt-Garn. Das hier sind einmal die Details von dem Garn. Wie folgt. Und ich arbeite mit dieser Marke. Und einmal die restlichen Details. Dann benötigt ihr einen Boden, ein Schloss und eine Kette. Und außerdem noch, fast vergessen, die Ringe. Details folgen später im Video. Nicht vergessen zu erwähnen, wir arbeiten mit einer 3,5 mm Häkelnadel und wir brauchen natürlich noch eine Stopfnadel und eine Schere. So, wir starten am Boden. Die Seite mit den Füßen sollte zu euch zeigen. Und da ziehen wir nun die erste Schlaufe vom Garn durch. In welchem Loch ihr anfangt, ist dabei eigentlich egal. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, immer in diesem Bereich anzufangen, weil man da dann den oberen Abschluss gut hinterm Deckel verstecken kann, aber das ist natürlich euch überlassen, wo genau ihr anfangt. So, ihr seht, ich ziehe die Schlaufe einmal durch und ziehe sie ganz hoch bis zur Kante von dem Boden und schließe dort nun die Masche. Und von jetzt an häkeln wir eigentlich ganz normale feste Maschen, bei denen wir immer durch dieses Loch durchstechen und die Schlaufe bis zur Kante vom Boden hochziehen. Und das macht ihr nun einmal, bis ihr komplett rundherum seid. Wie folgt. Und noch ein letzter Stich, letzte Masche. So sieht das Ganze dann aus. So, beim Umhäkeln kann es sein, dass ihr wie ich zwei Maschen in ein Loch machen müsst. Das war bei mir insbesondere an den Kurven der Fall, wie ihr hier seht, weil sie sonst die eine Masche zu sehr gestreckt hätte. Also da müsst ihr drauf achten, aber da gibt es keine genaue Vorgabe, in welchem Loch das nun sein muss. Bei mir waren es, wie gesagt, die Löcher, die in den Ecken lagen. So. Wenn ihr dann die Runde fertigt habt, schließen wir sie wie folgt ab. Wir ziehen den Faden einmal unter der ersten Masche durch und dann durch die Mitte der letzten Masche zurück. So, das Ganze sieht nun aus wie eine normale feste Masche. Um jetzt zu den Seiten überzugehen, setzen wir den Faden wieder neu an. Und zwar unter diesen Schlaufen, die ihr hier sehen könnt. Wie folgt. Ich steche unter dieser Schlaufe entlang. Und ziehe jetzt den Faden einmal durch. Mache eine Luftmasche. Und jetzt häkle ich einfach. So sieht das aus. Und jetzt häkle ich einfach für diese Runde feste Maschen
immer in die gezeigte Schlaufe. So, nochmal ein Close-up. So sieht man es, glaube ich. Na, der Faden ist im Bild. So sieht man es, glaube ich. Unter dieser Schlaufe stecht ihr lang. Und dort häkelt ihr dann feste Maschen. So sieht das Ganze aus. Und die nächste feste Masche. Und so weiter. Nach der Runde sollte das Ganze nun wie folgt aussehen. Ich habe also diesen schönen Rand da unten am Boden. Und wir gehen jetzt dazu über, einfach normale feste Maschen weiter zu häkeln. Das zeige ich euch einmal kurz wie folgt. Und noch eine feste Masche. Hochziehen und schließen. So macht ihr nun einfach immer weiter. So, sobald euer Rucksack dann etwas gewachsen ist, könnt ihr die Seiten immer mal so einquetschen oder eindrücken, wie ich es hier mache, und schauen, ob euch die Form von eurem Rucksack gefällt. Die Idee ist dann nämlich, diese Kette so über diesen eingedrückten Bereich drüber zu legen bzw. dann einzuhäkeln. So sieht das aus. Und das machen wir wie folgt. Wenn ihr also eine schöne Form erhaltet, wenn ihr das so eindötscht, markiert ihr euch einmal die Maschen, die gegenüberliegen. Ich mache das grundsätzlich immer mit einem alten Fadenstück. Die fliegen hier eh immer rum. Gucke jetzt, welche Masche direkt da gegenüber liegt, ziehe da den nächsten Faden durch und so markiere ich mir dann einmal alle vier Maschen. So sieht das Ganze dann aus. Und die markierten Maschen lassen wir jetzt aus, indem wir immer eine Luftmasche häkeln und in die Masche hinter der markierten Masche einstechen für die nächste feste Masche. Wir überspringen die markierten Maschen also. Genau wie folgt. Das könnt ihr auch ruhig etwas lockerer häkeln, damit da eben ein Loch entsteht, durch das dann hinterher die Kette durchpasst. So sieht das Ganze dann aus. Und das macht ihr nun weiter für alle verbleibenden drei markierten Maschen und natürlich auch auf der anderen Seite.
Hier habe ich nun also die Kette eingelegt. Ich habe sie verziert, indem ich einfach ein Stück von dem Garn durch die Kette durchgezogen habe. Am Ende habe ich sie dann mit Knoten fixiert. So sieht es dann aus. So, für den Deckel starte ich nun mit 20 Luftmaschen. Wenn ihr einen größeren Rucksack machen wollt, müsst ihr entsprechend mehr Luftmaschen machen. Die sollten ungefähr grob, so wie hier gezeigt, über den Rucksack drüber reichen. So sieht das Ganze dann aus. Dann machen wir eine weitere Luftmasche und drehen um und häkeln dann bis zum Ende feste Maschen zurück. Am Ende angekommen, machen wir jetzt wieder eine Luftmasche, um umzudrehen und häkeln wieder feste Maschen, wobei wir aber immer nur in den hinteren Faden häkeln. Das sieht dann wie folgt aus. Feste Masche in den hinteren Faden, das ist dieser, nach meinem Close-up. Und dort häkeln wir eine feste Masche. So sieht es dann aus. Und die nächste feste Masche in den hinteren Faden. Und schließen. So macht ihr nun weiter, bis ihr an der Spitze angekommen seid. So, um hier vorne nun eine schöne Rundung hinzukriegen für den Deckel, verdoppeln wir alle Maschen von der Spitze. Und zwar häkeln wir dort auch nur in den hinteren Faden. Das kann ein bisschen tricky sein. Und häkeln da eine feste Masche und in die gleiche Schlaufe noch eine feste Masche. Und häkeln dann weiter feste Maschen. So, in dieser Runde war das jetzt nur eine Masche, die wir verdoppelt haben. In den Folgerunden betrifft das immer alle Maschen, die sich in der Rundung befinden. So, wir halten nochmal an. So wird der Deckel dann aussehen. So, justieren. So wächst der Deckel dann. Genau, das hier sind die Maschen, die dann in der nächsten Runde verdoppelt werden. Und dann wieder zurück. Einfache feste Maschen. So, hier bin ich nun am Ende der dritten Reihe angekommen. Das hier ist die Oberseite vom Deckel, so wird er dann gebogen. Und in der nächsten Reihe möchte ich nun ein kleines Muster häkeln. Dafür mache ich erstmal wieder eine Luftmasche, um umzudrehen. Häkel dann wieder nur in die hintere Schlaufe
Und zwar 2 feste Maschen. Und bei der nächsten Masche steche ich in der unteren Reihe, also eine Reihe tiefer ein und eine Masche nach hinten, um dort den Faden durchzuziehen. Und dann schließe ich die Masche ganz normal. Ja, bei T-Shirt-Garn müsst ihr immer ein bisschen darauf achten, dass die offene Seite vom Garn nach innen liegt, damit euer Stichbild hinterher ein bisschen ordentlicher aussieht. So, nächste feste Masche. Und jetzt ziehe ich wieder den Faden durch. Achte darauf, dass die offene Seite zur Nadel liegt. Na, was mir nicht so ganz gelungen ist. Und so entsteht dann das Muster. Jetzt wieder eine feste Masche. Danach ziehen wir den Faden wieder durch. Und das macht ihr einmal rum. So, insgesamt habe ich jetzt nach der ersten Reihe feste Maschen 6 weitere Runden hinzugefügt. Und für mich ist es immer am einfachsten, immer mal den Deckel dran zu halten und zu schauen, ob er schon die richtige Breite erreicht hat. Mir gefällt es hier noch nicht. Ich werde noch eine weitere Reihe hinzufügen und dann sollte es passen. So, das ist jetzt also mein finaler Deckel in der richtigen Breite. Also hier seht ihr einmal, welche Seite die obere Seite ist. Das ist die Unterseite, wo die eine Maschenreihe in der Mitte ist. So sieht das Ganze für mich jetzt aus. Ich finde es schöner, wenn er etwas über die Seiten herüber steht. Jetzt wird er nur noch festgenäht mit dem Garn. Und dann das Schloss befestigt. Wie folgt. Das ist die Oberseite von dem Schloss. Hier biegt ihr diesen Teil einfach etwas auf und klemmt ihn dann fest. Und das untere Teil piekst ihr einmal durch den Rucksack durch und biegt dann diese beiden, ja, wie nennt man das? Spitzen um. Und das war's dann auch schon. Für die Schulterriemen werde ich so einen alten Riemen hier verwenden, den ich nicht mehr brauche. Die D-Ringe, ich zeige euch einmal, wie groß die sind. Weil das könnt ihr natürlich dann auch einfach nachstellen, indem ihr euch separat die D-Ringe kauft und da eine Kette dran befestigt. Ja, 2,5 mm breit. Und 2 cm hoch. So, nachdem ich das Lederteil abgeschnitten habe, sieht das Ganze nun so aus. Bei euch wäre das dann eben dann die Kette mit dem D-Ring am Ende. Und für diesen Schulterteil habe ich einfach feste Maschen hin und her gehäkelt. Einfach 2 Stück pro Reihe, sprich ich habe mit einer Kette von 3 Luftmaschen begonnen, wobei die dritte fürs Umdrehen gedacht war. Habe dann pro Reihe 2 feste Maschen gehäkelt, eine Luftmasche am Ende fürs Umdrehen. Und so weiter. Anschließend ziehe ich den Schulterriemen durch den D-Ring durch, nähe ihn dort einmal fest und einmal am Rucksack. Und dann muss nur noch der untere Teil der Kette festgenäht werden und der Tragegurt sitzt. Das war's schon wieder. Ich hoffe, euer neuer Rucksack gefällt euch. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir einfach einen Kommentar.